Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch herzlich wieder einmal in Bautzen. Heute möchte ich euch über einen Schatz berichten. Eine Sage von Bautzen. Kommt mal mit. Unsere Geschichte handelt um 1400 herum. Um diese Zeit wurden die Juden aus Bautzen vertrieben. Und zu der Zeit lebte eine Familie, der Mann war Jude, hatte aber eine deutsche Frau und sie hatten gemeinsam ein Kind. Auch er musste Bautzen verlassen und hat in einer Höhle, die sich hier unten am Protschenberg befindet, Zuflucht gesucht. Und diese Höhle schauen wir uns jetzt mal an und dazu gehen wir hier die Stufen herunter. Zu dieser Zeit gab es noch die Heilig-Geist-Kapelle hinter der Heilig-Geist-Brücke. Diese wurde in der Zeit um 1400 umfunktioniert in ein Spital, weil die Pest zu der Zeit grassierte. Das Mädchen, was die Tochter dieses Juden war, durfte in diesem Spital sich um die Leute kümmern, die an der Pest erkrankt waren. Und hatte deswegen die Möglichkeit, aus den Stadttoren herauszukommen, die zu dieser Zeit gesperrt waren. Es konnten keine Menschen hineinkommen, es durften keine heraus, aber sie durfte die Stadt verlassen. Und sie nutzte diese Möglichkeit, um ihren Vater in der Judenhöhle, die später so genannt wurde danach, zu besuchen. Während wir jetzt auf dem Weg zur Judenhöhle sind, kommen wir natürlich am Fuße des Protschenberges vorbei. Jahrhundertelang haben hier reiche Menschen oder Patrizier essbare Dinge für die armen Kinder aus der Seidau heruntergerollt, die Kinder eingefangen haben oder aus der Spree gefischt haben, um sie zu essen. Heutzutage werden Plastibälle runtergerollt, die Kinder gegen etwas eintauschen können, was sie nicht benötigen. Soweit zum Protschenberg, den wir jetzt mal passieren werden und einfach mal weitergehen. Und für die, die nicht wissen, wann das Eierschieben stattfindet, jeden Ostersonntag seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten.
Jeden Tag nahm das Mädchen den beschwerlichen Weg auf sich, um ihren Vater in der Höhle zu besuchen und ihm Essen und Trinken zu bringen. Es heißt, er sei auch in dieser Höhle gestorben und hat seinen Schatz, den er mitgenommen hatte, in dieser Höhle auch gelassen. Noch heute heißt es, dass dieser Schatz darauf wartet, gehoben zu werden. Man sagt, um 1800 hat ein Mann vor Gewitter Zuflucht gesucht und wollte sich in der Höhle verstecken. Plötzlich sah er viele weiße, ältere Herren mit langen Bärten um einen Schatz herumsitzen. Vor lauter Angst rannte er wieder davon. Sie riefen ihm noch zu, nimm was mit von dem Schatz, nimm, was du tragen kannst. Doch er rannte nur fort, plötzlich blitzte und donnerte es und der ganze Spuk war vorbei und er bereute, nichts mitgenommen zu haben von dem Schatz. Noch heute wartet der Schatz darauf, gehoben zu werden. Und wie ich sehe, an dem ausgetretenen Pfad, da gibt es heute noch viele Interessenten, die ab und zu mal nachschauen, ob sie den Schatz finden in der Höhle. Ich gucke jetzt auch gleich mal nach. Leider, muss ich euch sagen, habe ich den Schatz nicht gefunden. Vielleicht beim nächsten Mal. Oder vielleicht hebt ihr ihn. Tschüss!